ihn denken? Woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Fry. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Stroller. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Fry. Komm schön mit, Desmond. Sieh mal an! Wenn das nicht der Hundeknecht ist! Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Und damit herzlich willkommen zu... Ja, sei leise. Zu Assassin's Creed Syndicate. Sound etwas laut. Ja. Und mitten gerade in der Mission. Ja, ihr habt es ja mitbekommen. So, wo müssen wir denn hin? Bin ich gerade einmal im Kreis gefahren? Nun, ich muss Ihnen für einen höchst aufregenden und aufschlussreichen Abend danken, Mr. Fry. Nein, ich danke Ihnen, Madame. Vielleicht erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Husarenuniform. Richtig. Lord Carleton ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immer zu prahlt er mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen. Er ist in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Aber passen Sie auf. Was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Okay. So. Ihre Station, Madame. Meine Station? Oh, das ist köstlich. Vielen Dank. Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben. Jo. Dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Mission. Wo ist denn die? Hallo? Ich glaube, ich gehe jetzt mal zum... Wo ist denn das Zugversteck gerade? Das ist. Hier oben ist das Zugversteck. Und hier. Ich habe vorhin ein paar Runden Call of Duty Black Ops 3 gespielt und ich muss sagen, dieses Spiel macht einfach richtig Spaß. Aber, oh shit, da hoch. Ich habe mich jetzt doch entschieden zu Assassin's Creed, weil ich das Spiel eigentlich kaum aufgenommen habe. Nur eine Folge. Und ich wollte mehr dazu bringen. Ich werde noch eine Folge
ungefähr dazu aufnehmen. Das war das Ende dann, die letzte Mission. Und ansonsten eigentlich nichts mehr zu dem Spiel. Was soll dieser Nonsens mit dem Passwort heute, um Lord Cardigan zu treffen? Entspann dich, ich hab's in der Tasche. Passt auf, Männer. Lasst niemanden ohne meine Genehmigung durch. Dieses Mal ist Cardigan zu weit gegangen. Ich würde Scotland Yard am liebsten selbst kontaktieren. Kommen Sie, Gentlemen. Ich dachte, wir wären uns einig, dieses niederträchtige Vorhaben abzulehnen. Schon wieder alle von den Missionen. Okay, da hätte ich schon lange geschaffen. Minister, Gelegenheit für einen einzigen Attentat. Korrupter Polizist, Tarngelegenheit. Politiker, Unterstützungsgelegenheit. Das Gebiet erkunden, Gelegenheit identifizieren. Lord Cardigan eliminieren. Ja. Keine Polizisten töten, nicht vom Ziel entdeckt lassen. Okay, das ist ja kein Problem. Vielleicht ein kleines Problem. Der korrupte Polizist. Einfach Zugang zum Parlament. Wachen werden ihm aus dem Weg gehen. Okay, mit ihm komme ich also easy rein. Okay. Was war der andere nochmal? Ach, das war jetzt der korrupte Polizist. Okay. Das ist die Tarngelegenheit. Vorne ist ein Eingang. Hier rechts ist auch ein Eingang. Nein, nicht vertauschen. Jacob Fry. Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ich muss eigentlich nur da rein. Es muss ja nicht ausarten. Schon gut, schon gut. Tun Sie mir nichts. Haltet ihn auf! Hä? Digga, wollt ihr mich verarschen oder was? Ey, Jacob. Verdammt, jetzt reicht's. Ja, jetzt reicht's mir auch nicht. Mann, lass mich doch runter, Jacob. Egal. Oh, nervig. Wo ist eigentlich der Typ? Du siehst mich nicht.
Das hat zweimal nicht funktioniert. Das ist der Politiker. Der Minister. Okay, ich mach den einzigartigen Attentat. Dazu muss ich ihm etwas stehlen. Da ist kein... Stehlen, ihm muss ich etwas... Nein, ich darf sie nicht töten. Es ist nervig, es ist echt nervig. City buggers, if you ask me. Was kann ich da? Ich kann da nicht stehen. Komm her. Ich will da auch stehen. Nein! Es kann doch nicht so schwer sein, den irgendwas zu stehlen. Ja. Balaklava. Natürlich, was auch sonst. So, ich gehe jetzt hier ganz hoch. Geht's hier lang?
Dann gehe ich jetzt zu ihm. Egal. Ich will das jetzt machen. Mit dem einzigartigen Attentat. Ich bin nicht da. Okay, ich bin weg. Stehen bleiben, Freundchen! Freie Sicht! So. Wo ist denn hier? Das ist der Politiker. Wo ist der Typ? Dieser verdammte Frey hat sich eingeschlichen. Ja. Stop that. Ich habe ihn im Visier. Richtig. Grundgültiger. Nein! Wieso hat er geworfen? Ich habe doch gar nicht auf Werfen gedrückt. Verzeihen Sie, Gentlemen. Sergeant Freddy Everline vom Scotland Yard. Wo finden diese skandalösen Vorgänge denn statt? Oh, ja, ja, es ist... Another sad indictment of the State of London. Aber diskret, wenn es geht. Schließlich will man nicht dabei gesehen werden, die Schmutzwäsche eines Parlamentskollegen zu lüften, nicht wahr? Ich werde sehr diskret sein. Normalerweise hätte ich mich verkleidet, aber meine Kleider sind in die Themse gefallen. Okay, so sieht's nicht aus, aber... Geh doch, Mann. Nervig. Echt nervig. So. Ihr seht mich nicht, bitte. Geht, Junge. Oh, da sind noch mehr. Oh, zum Glück wird der rechts ab. Ist wohl falsch abgebogen, Junge. Oh, Mann. Ja, nerv mich. So, jetzt komm. So eine Scheiße. Komm, komm. Kann weitergehen. Geh jetzt. Mann, ich schwör, geh doch. Ja, ich lass dich verlieben. Das letzte Mal.
Ja, die Bonuspunkte sind jetzt natürlich schön. Sicherlich werden solch standhafte Verteidiger Britanniens wie Sie ihre Pflichten nicht vernachlässigen. Thraileys Anhänger haben sich nach dem Attentatsversuch Kenward hinter ihm versammelt. Verzeihung, bitte? Ohne Kenward kein Zutritt. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Ich bin ein Mitglied des Parlaments, Sie Kretter. Wenn ich dich finde. Ohne Kenward kein Zutritt. Finde es mich ähnlich. FBI, open up. Balaklava. Bitte. Ah, Minister Hacker. Nun dann, diskutieren wir das wie... Gütiger Gott! Wer verdammt nochmal... Oh, hören Sie auf. Feigling! Verbrecher! Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt, auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe! Denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe! Und mögest du daran ersticken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Den haben wir jetzt getötet. Aber jetzt haben wir wieder keinen Plan, wo es hier rausgeht. Aber nein. Bitte durch Häuser. Ja, jetzt mal. So, ich erledige das, bin ich schon 5-mal entkommen. Irgendwo. Ja, natürlich sicher. 20 Euro hat es bei mir. Krank. Ja, keine Ahnung, warum der Typ den Polizisten warum Jacob den Polizisten abgeworfen hat. Nervig. Wären schöne Extrapunkte gewesen. Aber egal. Alles okay? Außer dem Todeskommando hinter uns? Meinst du das? Verstärkung ist unterwegs. Warum tust du dir das überhaupt an? Ist nicht dein Job, Templer zu bekämpfen. Ich hatte diesen Kollegen. Er war der Sohn unseres Chefs. Zuerst mochte ich ihn nicht besonders. Alle behandelten ihn, als wäre er etwas ganz Besonderes. Ich dachte, er engagiert sich für nichts, was ihm keinen persönlichen Vorteil verschafft. Aber ich habe mich getäuscht. Wir wurden gute Freunde. Er ging durch die Hölle. Und dann hat er uns gerettet. Also denke ich, ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen, aber ich kann versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Du bist ein guter Assassin.
Gütiger Gott! Hallo. Lange nicht gesehen. Galina! Endlich! Wir haben uns nicht gesehen, seit wir das Labor in Paris gesprengt haben. Ja, es gab viele Explosionen und du schriest wie ein Baby. Bishop sagte, Otto Berg sei hier. Ich töte ihn für euch. Super. Gut, wenn du Wache schieben würdest, lege ich mich hin und sterbe. Schlaf. Es wartet ein großer Kampf. Sean und Rebecca sind erstmal sicher, aber du musst immer noch das Tuch für uns finden. Ein Brief. Für mich? Ja, das war die legendäre Mission. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Boah, war das halt. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.